So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute den Krieg der drei Sanchos oder kurz drei Sanchos. Ein Spiel von Dave Mortimer, das jetzt aktuell gerade bei GameFound als Crowdfunding-Kampagne unterstützt werden kann. Und ich habe hier den englischen Prototypen. Das Spiel kommt aber auf Deutsch auch bei Frosted Games raus. Das heißt, wenn ihr diese GameFound-Kampagne unterstützt, könnt ihr dort die deutsche Version auswählen und kriegt sie dann über Frosted Games. Das ist dazu mal gesagt. Der Prototyp, den habe ich mir in Berlin auf der BerlinCon 2023 anschauen können. Habe mir das kurz von Rosa erläutern lassen. Und im Nachgang der BerlinCon hat sie mir diesen Prototypen dann zuschicken lassen. Und den habe ich jetzt hier. Und ich habe mich natürlich vorwiegend mit dem Solo-Modus befasst. Das Spiel geht aber auch von 1 bis 3 Personen. Die 3-Personen-Variante habe ich noch nicht gespielt. Allerdings bereits die 2-Spieler-Version hat auch sehr viel Spaß gemacht. In allen Fällen, egal ob man alleine spielt oder zu dritt, es sind immer 3 Farben auf dem Spielbrett. Und je nachdem, wie viele Spieler aktiv sind, wie viele menschliche Spieler, gleicht sich das dann aus über die Zahl von Bots, gegen die man dann spielt. Sprich, im Solo-Spiel spiele ich alleine gegen 2 Bots. Ich habe mir jetzt für heute, für diese Partie mal gelb ausgesucht. Man kann jede Farbe spielen, das ist nicht das Problem, aber jede Farbe verhält sich ganz leicht anders als automatisch, als Bot, als Auto-Sancho, wie es im Spiel heißt in den Regeln. Aber mit gelb habe ich mich jetzt ein bisschen vertraut gemacht, das schauen wir uns mal an. Im Spiel zu dritt gibt es eine, oder auch zu zweit, wird diese Seite des Brettes verwendet. Das ist alles noch Prototypmaterial, also das ist im Moment Papier ausgedruckt auf irgendein Spielbrett geklebt. Im Spiel zu dritt, diese Seite, da sind die Heimatregionen 3 Punkte wert. Warum, kommen wir gleich drauf. Und im Spiel Solo sind die Heimatregionen 2 Punkte wert. Das Spiel zu zweit auch auf der 3-Spieler-Seite. Das Solo-Spiel auf dieser Seite, ist der Prototyp mir ein bisschen schwierig gefaltet. Und das bauen wir mal auf. Gelb beginnt mit dem Aufbau hier in seiner Heimatregion. Da kommt eine Armee in die Stadt, in die Festung, in das Schloss. 3 Armeen ins Feld und der König auch. Das ist der Sancho. Es handelt sich dabei um den tatsächlich historisch belegten Krieg der drei Sanchos im Norden von Spanien, in der Region Kastilien, Navarra und Aragon, die tatsächlich sich bekriegt haben. Das waren Cousins. Und es gibt dazu auch geschichtliche Informationen in der Anleitung. Auch die liegt mir hier im Moment nur auf Englisch vor. Auf Papier gedruckt, doppelseitig und zusammengeheftet, manuell. Also natürlich noch kein Serienprodukt, ganz klar. So, und wir spielen diese 3 Sanchos. Jeder bekommt 3 Feldarmeen, seinen König und eine Armee in seinem Heimatschloss. Der König, 3 Feldarmeen, eine Armee ins Heimatschloss. So, und wie ihr das jetzt schon erahnen könnt, hat jeder Spieler 2 Punkte. Das heißt, ich bekomme 2 Punkte als Gelb und die gegnerischen Bots, die arbeiten zwar gegeneinander, werten aber gemeinsam. Das heißt, die haben 4 Punkte. Und ich muss schauen, das Spiel zu beenden, indem ich als Erster 10 Punkte kriege, beziehungsweise, wenn die Karten alle sind, dass ich dann mehr Punkte habe als meine Gegner. Wie funktioniert das mit den Karten? Es ist ein Area-Control-Spiel. Ihr habt das bestimmt jetzt schon gesehen. Je nachdem, welche Türme und Schlösser ich besetze, entsprechende Punkte kriege ich. Das heißt, letztlich muss ein Spieler nur entsprechend viele Türme besetzen. Es geht nicht darum, Armeen in den Regionen zu haben, sondern Garnisonsbefestigungen zu haben in den Schlössern und Türmen, die dann 2 oder 1 Punkt bringen. Und wer das als Erster schafft, an die 10 zu kommen, der gewinnt. Beziehungsweise wer am Ende der Karten das Ganze mit einer Mehrheit an Punkten abschließt, der gewinnt das Spiel. So, jeder bekommt noch 2 Truppen in die Rekrutierung, so in die Readiness und dann 8 Truppen, insgesamt sind es 14 Truppen. Und wir brauchen ganz wichtig für die Unterscheidung bei irgendwelchen Unterscheidungen, die ein Spieler, ein Autobot machen muss, ein Autosancho machen muss, gibt es hier einen Tiebreaker, der einfach nur oben oder unten sagt. In diesem Falle zählt der sichtbare Pfeil, hier also zuerst unten und dann wird er bewegt. Das kennt ihr vielleicht aus den Reisen von Zheng He oder Zheng He.
wie es korrekterweise heißen müsste, glaube ich. Und das ist auch von Frosted Games, auch vom gleichen Autor, von Dave Mortimer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da funktioniert das mit dem Tiebreaker links, rechts und hier ist es oben, unten. Und auch aus den Reisen von Zheng He übernommen wurde das Prinzip der Kartenaktionen. Das sind jetzt hier natürlich alles nur gesleevedes Papier. Aber ihr seht, dass auch hier auf jeder Karte oben Punkte angegeben sind, zwischen 1 und 3. Das sind die Befehlspunkte, auch wie bei den Reisen von Zheng He. Und darunter jeweils pro Farbe ein Text mit Aktionsangaben, aber in unterschiedlicher Reihenfolge. Das wechselt, wer dort als Erster, Zweiter oder Dritter steht. Und das ist jetzt einer der beiden Kniffe dieses Spiels. Die Kartenaktionen, die man hier hat, wenn ich als Spieler diese Karte ausspiele, benutze ich oben die angegebene Kommandopunktezahl, Befehlspunktezahl, um meine Aktionen zu machen. Welche das sind, zeige ich euch gleich. Und dann kann ich auch noch entscheiden, ob ich das als Erster tun möchte oder ob erst einer der beiden anderen, und dann wird von oben angefangen, welches sind die beiden anderen. Ich bin gelb, dann wäre also zuerst rot dran und danach grün. Und ich kann mich entscheiden, ob ich anfange, in der Mitte agiere oder als Letzter agiere. Das heißt, hier besteht eine gewisse Wahlmöglichkeit und die Aktionen, die hier für die anderen Spieler drauf beschrieben sind, die sind auch zwingend durchzuführen. Das heißt, ich kann, wenn ich eine Karte ausspiele, den anderen Spielern diese Aktion aufzwingen. Auch wenn das für sie in dem Moment vielleicht gar nicht sinnvoll zu sein scheint, sie das vielleicht gar nicht selbst spielen würden, kann ich sie dazu zwingen, das zu tun, indem ich diese Karte ausspiele. Das ist bei den Reisen von Zheng He so ähnlich. Okay, kümmern wir uns jetzt mal drum, welche Aktionen es überhaupt gibt. Das erste ist, dass ich rekrutieren kann, das kostet mich einen Punkt, dann kann ich eine Armee aus meinem Vorrat in die Bereitstellung setzen. Das ist einfach. Das nächste Einfache ist, dass ich ins Feld ziehen lassen kann, also deployen kann. Dann kann ich entweder zu dem Ort, wo der König ist, oder in die Heimatregion eine Armee entsenden aus der Bereitschaft. Dieses Entsenden kostet ebenfalls pro Armee einen Punkt. Wenn ich das gemacht habe, nehmen wir mal, ich hätte sie hingesetzt, dann habe ich jetzt in diesem Falle mehrere Möglichkeiten. Ich kann bewegen, das kostet auch wieder pro Grenzüberschreitung einen Punkt und die dick markierten Grenzen der Regionen zählen hier ganz normal als einfache Grenze. Das heißt, auch jedes Bewegen in einer Nachbarregion kostet einen Punkt, auch für den König kostet es einen Punkt, wenn der sich bewegt. Oder was ich auch machen kann, wenn ich mit einer Armee in einer Region stehe, ist das Befestigen. Das heißt, wenn hier dieses Schloss oder der Turm in den Nebenregionen frei ist, dann kann ich das mit der Befestigen-Aktion, kostet ebenfalls einen Punkt, befestigen und kriege damit die Punkte auf der Leiste. Das wird sofort abgetragen. Das sind die einfachen Aktionen. Und so weit, so Area Control. Das gleiche oder ähnlich einfach funktioniert es mit dem Kampf. Nehmen wir mal an, hier wären zwei Aktionen. Ich würde mit beiden Armeen hier, würde ich zwei Punkte haben, hier rüber gehen und ich hätte jetzt noch einen dritten Punkt, dann würde ich sagen Angriff. Dann würde ich diese beiden Armeen mit diesen beiden Armeen angreifen. Der König gilt als eigene Armee und zählt auch nur als eine Armee. Im Vergleich wäre diese Armee aber jetzt etwas schwächer als die mit dem König, bei gleicher Anzahl von Truppen. Okay, die Attacke gucken wir uns nachher, wenn sie im Spiel vorkommt, etwas genauer an. Die ist nämlich ein bisschen knifflig. Was etwas einfacher ist, ist das Belagern. Nehmen wir mal an, wir hätten hier, diese Anlage wäre befestigt, ich wäre mit meinem König und einer weiteren Armee in dieser Region und würde jetzt gerne diesen Turm übernehmen. Dann gebe ich einen Befehlspunkt aus und sage Belagern. Und für jeden Befehlspunkt, den ich ausgebe, kann ich zwei meiner Armeen, ich könnte ja auch mehrere hier haben, also vier oder sechs, für jeden Befehlspunkt, den ich mit Belagern ausgebe, kann ich zwei Truppenteile in die belagerte Stadt ziehen. Und das bedeutet dann, dass die Punkte noch nicht direkt abgezogen werden, denn die Belagerung ist noch nicht beendet. Sie kann durch weitere Aktionen noch unterbrochen werden, das erleben wir vielleicht gleich noch im Spiel. Aber sollte am Ende eines Zuges, eines Spielers, egal ob ein Bot oder ein menschlicher Spieler beenden, diese Belagerungssituation noch so sein, dann wird von jeder Partei eine Truppenscheibe entfernt. Und wenn jetzt noch eine einzige übrig bleibt, egal ob König oder normale Armee, dann werden die Truppen des Verlorenen, wer das Ganze verloren hat,
Dem werden dann die Punkte abgezogen und dem, der es gewonnen hat, dem werden die Punkte gutgeschrieben. Ganz einfache Geschichte. Das machen wir wieder rückgängig. So, und das Kämpfen, das erfolgt mit Würfeln nach einem ganz speziellen System, das ich euch gerne erläutern möchte, wenn wir dann soweit sind im Rahmen des Spiels. Hier gibt es noch eine Zusatzkarte, der El Cid. Das ist ein Ritter aus der Region Navarra, meines Wissens, der um diese Zeit auch gelebt und agiert hat. Der wird hier als Bonus-Reservekarte eingesetzt. Den spielen wir aber jetzt hier nicht. Der würde das Spiel für mich als menschlichen Spieler erleichtern. Den nehmen wir jetzt aber nicht mit. Und einen Punkt habe ich noch vergessen. In so einer Schlacht, ähnlich wie bei den Reisen von Zheng He, können auch Reservekarten verwendet werden. Das heißt, es kostet mich auch einen Punkt, eine Karte, die ich... Nein, das ist kein Punkt, den es kostet. Bitte entschuldigt. Ich kann, wenn ich eine Karte ausspiele, kann ich das auch sein lassen. Ich kann diese Karte einfach so in die Reserve packen. Und dann kann ich für den Kampf diese zwei Punkte hervorkramen, wenn ich das brauche. Das kostet mich keinen Punkt, sondern ich verliere einfach die Möglichkeit, überhaupt zu agieren und der nächste Spieler ist dran. Wie funktioniert das jetzt im Solo-Modus? Im Solo-Modus habe ich drei Karten. Ich fange immer an, kann mir aussuchen, was ich spiele. Und dann sind die Bots dran, indem sie einfach nur eine Karte ziehen und ich diese Aktion und wir alle diese Aktionen ausführen müssen in Reihenfolge. Und dann bin ich wieder dran. Wir gucken uns das an. Ich lege einfach mal los. Ich habe hier drei Karten. Jede ist nur einen Punkt wert für mich. Kann ich also nicht so viel machen. Aber die Gegner können es dann auch nicht. Das sind dann schwächere Karten. Schauen wir. Die erste beginnt mit grün, dann rot, dann gelb. Die nächste mit gelb, grün, rot und dann rot, gelb, grün. Also alles von allem mal was da. Wir gucken mal. Grün würde machen ein Deploy to Home Region für eine. Das heißt, er würde das Ganze in die Heimatregion setzen. Eine Armee aus der Bereitschaft. Das könnte er tun. Was würde Rot machen? Er würde eine Armee, eine Truppe von der stärksten Armee von dieser Region aus in eine angrenzende leere Region ziehen. Okay, das würde funktionieren. Da würde man an dieser Stelle vielleicht den Tiebreaker benutzen. Ich möchte aber nicht, dass Rot sich wegbewegt. So, was haben wir hier noch? Nochmal das Gleiche auf dieser Karte. Für Rot auf eine Armee in eine angrenzende Region. Und für Grün, und bei den letzten Aktionen ist es immer so, dass es eine Wahlmöglichkeit gibt und im Solo-Modus passiert dann für den Bot das, was hier unten drunter steht mit der Krone. Er würde eine Bewegung machen, oder einen Angriff machen und ein Belagern machen. Ne, das wollen wir nicht. So auf keinen Fall. Und dann haben wir hier noch was. Diesen Punkt würde Grün als am Ende des Zuges in die Reserve bekommen. Das könnte man noch verkraften. Und Rot würde sich auf jeden Fall bewegen. Okay, wir können das Bewegen von Rot gar nicht verhindern. Dann würden wir das vielleicht sogar so machen, dass ich diese Karte spiele. Jetzt habe ich einen Aktionspunkt. Kann ich nicht ganz so viel machen. Aber ich bewege mal meinen König nach hier. Ich kann jetzt auch entscheiden, auch ganz wichtig, habe ich ja eben gesagt, ob ich das als erstes tue, als zweites oder als letztes. Ich möchte das als erstes tun. Möchte ich das als erstes tun? Nein, ich tue das nicht als erstes. Zeige ich euch gleich warum. Dann ist grün dran. Ich tue das als letztes. Packe diese Karte in die Reserve. Das heißt, das geht erst am Ende der Runde. Dann ist rot dran. Bewege 1, move 1. Und er hat nur leere Regionen als Nachbarn. Und dann kann nur der Tiebreaker genutzt werden. Das ist der Pfeil nach unten. Er nimmt also die kleinste Region, die Region mit der kleinsten Nummer, und bewegt eine Einheit aus seinem Feld. Und der König bewegt sich immer als zweites. Ganz wichtig, steht auch alles in den Regeln drin, da muss man sich ein bisschen mit vertraut machen, mit dem Solo-Teil. Ansonsten hat man als Spieler die freie Wahl, wen man bewegt. Er bewegt diese Einheit hier rüber und dann und Attacke 1 nicht in Kastilien. Er ist in Kastilien, aber er kann auch niemanden angreifen. Das passiert also gar nichts. Gut. Jetzt bin ich dran, weil die beiden haben etwas gemacht, beziehungsweise Grün wird noch die Karte nehmen. Aber jetzt bin ich erst dran.
denn ich kann mich jetzt tatsächlich doch mit dem König hierhin bewegen. Andernfalls hätte diese Armee hier rüberziehen müssen und mich angreifen müssen. Das wollte ich vermeiden. So haben wir das jetzt geklärt. Jetzt packt als letztes noch Grün diese Karte in die Reserve. Die verdecken wir, beziehungsweise bei Autobots können wir es auch offen lassen. Das steht sogar in den Regeln. Jetzt ziehe ich eine Karte nach. Es gibt keine Belagerungssituation, die wir abhandeln müssten. Und jetzt sind die Bots dran. Das heißt, wir decken eine Karte auf. Es sind diesmal 3 Punkte. Und jetzt geht es von oben nach unten ganz mechanisch der Reihenfolge nach. Deploy 3 to Home Region. Entschuldigt das Englisch. Das ist für mich etwas einfacher jetzt hier. Also 3 in die Heimatregion entsenden. Das geht aber nur mit 2. Und übrig gebliebene Punkte werden rekrutiert. Also einer wieder nachrekrutiert. Jetzt muss ich bei dem Deploy nochmal gucken, ob er... Achso, ja, genau, das waren 2. Und bei Autosanchos ist es so, dass sie, wenn möglich, in die Heimatregion deployen, dann auch in das Schloss. Dass sie also hier die Befestigung ausbauen. So, dann ist Rot dran. Bewege 3 von deiner stärksten Armee zu einer benachbarten leeren Region. Da haben wir welche. Wir haben 3 Truppenteile übrig, König und 2 Armeen. Und die benachbarte leere Region können entweder die Region Nummer 10 oder Region Nummer 9 sein. Wir schauen auf den Tiebreaker, das ist die mit der größeren Nummer. Schieben den wieder rüber, dann bewegt er sich zur 10. Alle 3 Truppenteile. Okay, jetzt bin ich dran. Und jetzt muss ich das tun, was hier steht, nicht das, was ich eventuell tun möchte. Jeder Gegner legt eine Reservekarte weg oder verwendet 3 Punkte zwischen Rekrutieren und Attacke, beziehungsweise wenn nicht möglich, bewegen. Ja, das werde ich mal tun. Ich werde 2 Punkte rekrutieren und einen Punkt bewegen. Denn Angriff ist nicht möglich. Rekrutieren kann ich nach hier. So, ha, stopp. Ich kann ja rekrutieren nicht nur in die Heimatregion, sondern auch dahin, wo der König ist. Also 2 Punkte zum Rekrutieren und 1 Punkt zum Bewegen, und zwar nach hier, in die Region. Ich kann nicht direkt in den Turm. So, das war diese Karte. Die kommt jetzt wirklich auf die Ablage. Die kommt hoch. Jetzt bin ich wieder dran. Ich habe wieder nur eine 1-Punkte-Karte gezogen. Wir schauen mal wieder. Ich weiß nicht, ob das... Ne, das reflektiert tatsächlich nicht. Grün würde ein Deploy kriegen. Er würde in eine benachbarte leere Region ziehen, von der stärksten Armee aus. Das wäre von hier aus, würde eine Truppe nach hier ziehen. Das könnten wir noch akzeptieren. Also die könnten wir eventuell spielen. Er würde hier wieder ein Deploy kriegen und dann... Ne, das ist zu stark für Rot. Das ist zu stark für Grün. Nehmen wir die hier. Also wir spielen diese hier. Und ich würde als Erste agieren. Ich mache den einen Punkt, indem ich befestige hier. Dann kriege ich 2 Punkte. Jetzt habe ich aber nur den einen Punkt, den habe ich jetzt schon verbraucht. Also geht es weiter mit Grün. Entsende einen in die Heimatregion und übrig gebliebene Punkte rekrutieren. Ne, da gibt es keine mehr, denn ich habe ja den einen Punkt verbraucht. Grün befestigt sich also zu Hause sehr stark. Rot macht, bewege einen von deiner stärksten Armee eine Truppe in eine benachbarte leere Region. Die stärkste Armee ist hier, die benachbarte leere Region ist hier. Das passt. Gut, dann ist die aber auch schon abgehandelt. Und ich ziehe eine Karte nach. Wieder nur eine 1. Und die Bots sind dran. Die decken wieder eine 3 auf. Es geht los. Bewege 3 von deiner stärksten Armee zur schwächsten Armee des Gegners. In einer benachbarten Region. So,
Hier meine Armee hat insgesamt 3, inklusive der belagerten Truppe, der befestigten Truppe. Und die hier auch. Aber hier ist der König mit dabei, deswegen zählt er etwas mehr. Die schwächste Armee ist also hier. 3 bewegen kann er nicht, er kann nur 2 bewegen. Und er bewegt sich nicht nochmal von woanders her. Bot bewegt sich immer nur aus einer Region in eine andere und nicht aus mehreren Regionen. So, das hat er gemacht. Ich kriege die Karte tatsächlich in Reserve. Okay. Und Grün macht Bewege 3 und Attacke 3, nicht in Aragon. Und Belagere 3. So, Bewegen 3 kann er. Das sind 2 Armeen, der König immer als zweites, dann kommt der König also mit. Und wohin bewegt er sich? Aus seiner stärksten Region, das ist natürlich seine Heimatregion, zu der schwächsten gegnerischen Armee. Und das ist hier diese gelbe Region Nummer 2. Da bewegt er sich hin. Jetzt macht er Attacke 3, nicht in Aragon. Er ist nicht in Aragon, das machen wir jetzt hier. Jetzt kommt also Attacke 3. Und jetzt gucken wir uns die Attacke an. Wer greift an? Das ist Grün mit insgesamt 2 normalen Armeen und dem König. 2 normale Armeen und der König. Das ist ein spezieller Würfel, der hat nicht die Ziffern 1 bis 6 drauf, sondern von 0 bis 9 und auch nicht alle, sondern nur die Ungeraden. So, die 3 greifen an. Was verteidigt? Eine Armee. Mit wie viel greifen die an? Der Attackwert ist 3. Das heißt, es kommen 3 weitere Würfel hinzu. Wäre es eine Attacke 1, weil zum Beispiel die Armeen da vorher schon gestanden hätten, käme nur ein Würfel dazu. Bei mir kommt nichts weiter dazu. Das heißt, ich kriege jetzt einen relativ starken Angriff gegen meine kleine Armee. Das würfeln wir. Und jetzt beginnen wir mit dem Angreifer und legen die Würfel unter die Punkteleiste. Dafür hat die nämlich ihren zweiten Zweck. 4, 3, 3, 3. So ist das Schema in diesem Falle. Und jetzt gehen wir von rechts los und beginnen mit dem stärksten einzeln liegenden Würfel. Das ist hier der Königswürfel. Der hat die 9 gewürfelt. Jetzt kann der Bot einen gegnerischen Würfel entfernen. Das kann er nur mit dem hier. Und dann in dem Moment, wo er das tut, kann er auch die gegnerische Einheit entfernen. Dann ist mein Würfel wieder zurück. Der Würfel ist aber auch weg. Und jetzt geht es hier weiter, aber es gibt nichts mehr zu entfernen. Jetzt hat der Angreifer an dieser Stelle gewonnen. Das heißt, ich habe meine Armee verloren. Der Punkt geht aber niemandem, denn niemand war in dem Turm. Und jetzt kommt Besiege 3, steht hier auf der Karte, Belagern 3. Das geht aber nirgendwo, der grüne Bot ist nirgendwo in der Lage, das zu tun. Dann kommt die Karte weg, ich kriege sie in die Reserve. Die lasse ich auch mal offen liegen, und zwar hier bei meinen eigenen Karten. Ich bin aber schon wieder dran. Ich lege die mal quer. Die Reservekarte wurde vom Bot auch noch gar nicht gebraucht, weil er gar nicht die Notwendigkeit hatte bei dem Ergebnis eben. Ich bin wieder dran. Wir machen das mal anders. Wir machen mal... Wir spielen diese Karte aus. Immer nur ein Punkt. Das werden wir... Ich werde jetzt einfach nur eine Armee rekrutieren. Und jetzt ist Grün dran. Deploy one to King. Recruit any remaining points. Deployen kann er nicht, weil er nichts in der Reserve hat. Also kommt ein Recruit dazu. Also für ihn nicht viel passiert. Rot ist dran. Move one. Seine stärkste Armee ist hier. Wohin bewegt er sich? Zur schwächsten Armee eines Gegners in einer benachbarten Region. Hier sind 3 mit König. Hier sind 3 mit König. Er würde ja auch gegen Grün kämpfen. Das heißt, wir gucken auf die kleinste Nummer. Das sagt der Tiebreaker. Das ist die Region Nummer 2 hier. Und er bewegt nur einen. Move 1. Als erstes geht immer eine normale Truppe
Und als zweites würde ein König gehen. Und jetzt kommt als nächstes noch, und Attacke 1, nicht in Aragon. Wir sind nicht in Aragon. Und damit folgt jetzt eine Attacke, eine rote normale Truppe gegen zwei grüne inklusive zusätzlich König. Aber es ist eine Attacke 1, also bekommt Rot noch einen Würfel extra. Meine Reserve hier mal beiseite. Oh, der grüne König ist heute sehr stark. Der grüne Sancho. So. Jetzt könnte jeder noch eine Reservekarte spielen. Rot hat keine. Grün braucht keine zu spielen, weil der größte einzeln liegende Würfel ist einer von Grün. Und jetzt geht das wieder eben, wie eben beschrieben, von vorne los. Von rechts beginnen wir mit dem stärksten Würfel. Der entfernt jetzt einen gegnerischen Würfel. Und das macht er entweder den stärksten gegnerischen einzeln liegenden Würfel oder wenn genau ein eigener Würfel noch mit dabei liegt, wird auch ein gegnerischer Würfel entfernt. In diesem Fall also dieser Viererwürfel. Und damit kann die rote Truppe entfernt werden. Das kommt zurück, das kommt zurück, das kommt zurück. Und hier würde dieser grüne Würfel jetzt alleine sein, wäre der nächste starke, einzeln liegende Würfel. Und er entfernt diesen roten Würfel, aber da gibt es keine Armee mehr, die zu entfernen ist. Also hat sich das Spiel auch erledigt an dieser Stelle. Diese Schlacht hat Grün wieder gewonnen. Okay, das war das, was hier rausgekommen ist. Diese Karte geht auf die Ablage. Das habe ich gespielt. Ich ziehe also eine nach. Habe immer noch meine 3 in der Reserve. Jetzt habe ich auch meine 3er-Karte nachgezogen. Jetzt sind die Bots dran. Okay. Es geht los. Ich muss deploy 3 to home region. Okay, dann kommen die beiden, oder der eine hier noch nach. Und 2 werden rekrutiert. Er sagt, move 3 from strongest army. Und die strongest army ist... Hier sind es 3 und hier sitzt 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, es sind hier, es bewegen sich 3. 1 und er kann auch die Stadt verlassen mit 2. Macht er das auch? Nur der letzte verlässt nie die Stadt. To an adjacent empty region. Und da gibt es 2 Stück, nämlich die Region Nummer 1 und 4. Und wir gucken auf den Tiebreaker. Der zeigt nach oben, also die größere Ziffer, die Region Nummer 4. Das hat er gemacht. Und Rot ist dran. Recruit 3, die gehen in die Heimatregion und da immer ins Befestigen. Er kann aber nur 2 rekrutieren. Recruit heißt aus dem Vorrat in die Reserve. So. Deploy 3 to King, die kommen jetzt alle zum König. Und Fortify, das kann er nicht hier machen in dieser Region, aber er kann es hier tun in dieser Region und besorgt damit. Oder in dieser Region hier. Jetzt haben wir 2 Regionen, in denen das geht. Wir gucken auf den Tiebreaker. Es ist der kleinere Wert zu sehen, also wird die Region Nummer 3 befestigt. Hier hat er also den Turm eingenommen und damit bekommen unsere Gegner einen Punkt. Das ist erledigt. Wir sind dran. Rot würde sich befestigen. Grün würde sich befestigen und belagern. Belagern kann er zum Glück nicht. Dann spielen wir tatsächlich die 3-Punkte-Karte aus. Und wie verwenden wir jetzt unsere 3 Punkte? Wir gehen mit dem König hier rüber auf die wertvolle Region Nummer 12. Das war ein Move, dann kommt ein Deploy und dann machen wir ein Fortify und kassieren damit 2 Punkte. Ja, mal gucken, ob das hilft. Jetzt ist Rot dran. Deploy 3 to Home Region. 1, 2 sind nur möglich. Damit wird einer noch rekrutiert. Und Grün ist dran. Rekrutiere 3. Und entsende 3 in die Heimatregion. Die kommen hier hin. Und
Belagern 3, das geht nirgendwo für grün. Damit ist das abgehandelt. Ich ziehe eine Karte nach. Eine Zweierkarte diesmal. Und jetzt sind die Bots dran. Ich habe übrigens die Marker vergessen. Die sind normalerweise dazu da, die Region, wo eine Schlacht stattfindet oder die Aktionen zu markieren. Ich habe... das war meine Karte, die ausgespielt wurde. Richtig, jetzt sind die Bots dran. Bot macht, bewege 2 von deiner stärksten Armee zu des Gegners schwächster Armee in einer angrenzenden Region. Die stärkste Armee ist hier, angrenzende Region hier. Da habe ich dann natürlich erstmal Besuch in meiner Region jetzt. Rot kriegt diese Karte nachher in Reserve. Und ich muss jetzt 2 Punkte mich entscheiden zwischen bewegen und Attacke nicht in Navarra oder Nachera, wie es hier heißt, oder belagern. Belagern will ich nicht, aber ich kann bewegen, den König wieder zurück und Attacke 1 gegen die Grünen machen. Das machen wir mal. Rot bekommt die Karte sowieso in Reserve. Wir markieren die Region hier für die Schlacht. Attacke 1 heißt mein König und eine Armee, die andere ist ja in der Garnison, eine Armee und Attacke 1, ein Würfel extra. Und als Gegner bekomme ich 2 normale Würfel. Das kommt alles. Bei menschlichen Spielern wirft jeder seine eigenen Würfel natürlich. Mein König ist nicht ganz so stark. Wir schauen mal, was passiert. So, ich fange an. Meiner ist der stärkste einzeln liegende Würfel und entferne. Oh, Moment. Ich habe doch meine Reservekarte. Und darum geht es ja jetzt auch. Grün spielt die Reserve, weil in den Regeln steht, wenn Grün nicht den stärksten einzeln liegenden Würfel hat, dann versucht es das zu bekommen, spielt die Reservekarte aus und versucht seinen stärksten Würfel nach vorne zu bewegen. Damit ist das jetzt ein Viererwürfel. Ich lasse die dreimal stehen, trotzdem, aber er steht jetzt in der Viererspalte. Ist aber nur ein Punkt, den er machen kann. Damit ist die Reservekarte gespielt. Rot ist nicht an der Schlacht beteiligt, die Reservekarte behält er. Ich spiele aber meine Reserve und bei menschlichen Spielern funktioniert die Reserve anders. Da darf ich diese Anzahl von Würfeln einfach neu würfeln. Und das mache ich mit allen 3 Würfeln. Und das sieht schon viel besser aus. So, damit ist diese Reservekarte aber auch gespielt. Und jetzt geht's los. Jetzt passiert tatsächlich die entscheidende Schlacht. Mein König kann diesen Würfel entfernen und damit auch diese grüne Truppe. Damit ist dieser Würfel ebenfalls alleine liegen. Damit kann diese Armee besiegen. Und der hier hat nichts mehr zu tun. So, dann ist die Schlacht zu meinen Gunsten entschieden. Und ich bin dran. Genau, das war das hier. Bewegen und Attacke. So. Für mich sieht es jetzt gar nicht so schlecht aus. 2, 4, 6 Punkte. Aber ich muss mir noch 4 zusammenklauben. Wir spielen mal die 2-Punkte-Karte aus. Und zwar verwenden wir einen Punkt dazu, diese Region hier zu befestigen. Und den zweiten Punkt dazu, diese Region hier zu befestigen.
Ich glaube nämlich nicht, dass ich da so lange einfach drauf stehen bleibe. Dann ist Grün dran. Bewege 2 von deiner stärksten Armee in eine benachbarte leere Region. So, wir haben 3, 3 und 3 Armeen jeweils stehen. Damit ist das die stärkste Armeeseite, weil der König hier dabei ist. Und eine leere Region gibt es nicht. Dann zur benachbarten Region mit der schwächsten gegnerischen Armee. Und das ist diese hier. Und da will er 2 hinbewegen. Macht er. So, dann geht's weiter. Rot macht rekrutiere 2, entsende 2 zum König. Muss ich hier stapeln. Und fortify, befestige 2. Das kann er nur in dieser Region und auch nur mit einem. Dann bekommen unsere Gegner wieder einen Punkt. Fertig. Ich ziehe eine Karte nach und die Bots sind dran. 3 Punkte. Oha. Ich bekomme befestigen 3. Oh, das ist gut. 1, 2, 3. Alle gingen, alle Punkte. Und das passt. So, jetzt ist Grün dran. Entsende 3 zum König. Das ist nur einer. Und rekrutiere 2 dann den Rest. Rot, bewege 3. Das ist von der stärksten eigenen Armee, das ist diese hier, zur benachbarten schwächsten Armee und das ist hier die Grüne. Und Attacke 3, nicht in Aragon. Okay, das passt, das geht hier. Also Attacke 3 vom roten König mit 2 Armeen. Attacke 3, alle Würfel gegen einen grünen Würfel. Na, das Ergebnis ist nicht zwingend vorhersehbar. Tatsächlich wird das spannend. Okay. Rot spielt jetzt seine Reserve und bewegt einen Würfel um 2 Felder nach rechts. Und das führt jetzt dazu, dass das hier der stärkste Würfel ist. Der entfernt diesen gegnerischen Würfel, damit diese Armee. Und der Rest bleibt unverändert. So. Ich bin wieder dran. Das war, Moment. Das war diese Karte hier. Move 3, Attack 3, Fortify 3. Empty Garrison Spaces only. Natürlich, jetzt hat er den nämlich hier auch belegt und damit bekommen meine Gegner noch einen Punkt. Muss er schon alles machen, was auf der Karte steht. Jetzt bin ich dran. Das ist nicht schön. Ich mache 2 Punkte als erster, indem ich mit dem König hier rüber gehe und befestige. Und damit kriege ich einen Punkt. Grün geht als nächster und macht Fortify 2, befestigen 2. Das kann er tatsächlich hier. Und damit bekommen unsere Gegner wieder einen Punkt. Das ist ein bisschen fummelig bei diesen Scheiben hier, dass man nicht stapeln muss. Rot macht ein Deploy 2 zum König. Das geht also hier in die Garnison. Und einer bleibt übrig, weil er ja nur einen Deploy entsenden konnte. Und ich habe meine Punkte gemacht. Passt. Ich ziehe eine Karte nach. Die Bots sind dran. Eine Zweierkarte. Rot. Entsende 2 in die Heimatregion, rekrutiere die übrig gebliebenen. Das geht 1 und 1. Ich bin dran. Move 2 from your strongest army to an adjacent empty region. Oh, das sind die 2. Die werden hier rüber geschickt. Denn das war meine stärkste Armee.
Das lasse ich mal mit mir machen. So, grün ist dran. Rekrutiere 2. Deploy 2 zum König. Und besiege 2. Jetzt kommt eine Belagerung auf dieses Feld. Das ist natürlich extrem blöd für mich jetzt. Denn belagern 2 heißt, dass grün jetzt mit 4 Truppen meine Stadt hier belagern kann. Entschuldigung. Und das endet böse. Wir schauen uns das gleich an. Noch bleiben meine Punkte. Aber das ist das Ergebnis dieser Karte. Ich bin dran. Ich kann jetzt wenig tun. Ich muss nochmal nachschlagen in den Regeln, ob ich mich rüber bewegen kann, um die Befestigung zu brechen. Das habe ich tatsächlich in meinen letzten Spielen noch nicht wirklich gehabt. Okay, ich darf nicht neue Truppen reinschicken, solange diese Stadt unter Belagerung ist. Ich hätte in dem Moment hier Truppen haben müssen, um die Belagerung anzugreifen, aber jetzt kann ich das nicht mehr tun. Jetzt läuft die Belagerung. Okay, das heißt, ich muss das jetzt über mich ergehen lassen. Will sagen, ich muss was anderes tun. Ich benutze die 3-Punkte-Karte. Da brauche ich jetzt alle Punkte, die ich kriegen kann, alle Befehlspunkte, um einmal hier zu befestigen. Das gibt mir einen Punkt. Zweitens, hierhin zu entsenden. Das gibt ein zweites, das befestigt mir diese Stadt etwas. Und als drittes, Vielleicht sogar, ich brauche hier noch weitere Punkte. Hier oben ist noch ein freier Platz, aber den will ich grün vielleicht lassen. Ich rekrutiere noch mal eine Armee. So, jetzt ist rot dran. Befestigen 3, wenn nicht möglich. Use 3 points, benutze 3 Punkte, um zu belagern. Das geht tatsächlich hier. Belagern mit diesen 3 Armeen kann er diesen Platz belagern. Oh, Moment. Was wir natürlich vergessen haben, ist, nach dem Ende dieser Karte, wo Grün mich belagert hat, müssen wir die Belagerung um einen Punkt reduzieren, also auflösen. Eine grüne und eine gelbe Armee gehen verloren. Aber noch habe ich da eine gelbe Armee. So, jetzt hier. Rot kann mich tatsächlich belagern. Und das muss er mit mehr Armeen tun, als bei mir drin stecken. Das sind tatsächlich diese. Oha, das geht jetzt ganz schlimm weiter. Ich muss 3 zum König deployen. Das ist diese Armee hier. Und die übrig gebliebenen rekrutieren. Aber jetzt gehen diese Punkte verloren und damit verliere ich die Partie. Grün ist dran. Bewegen 3 und Attacke nicht in Nachera. Bewegen 3, die stärkste Armee ist hier, hier ist aber Belagerung, die bewegt er nicht. Dann sind es die 2 oder die 2, die er bewegen kann. Eine ist ja in der Stadt. Und die bewegt er zur schwächsten gegnerischen Armee. Die zählt nicht mit, weil sie unter Belagerung steht. Dann ist es die hier. Und wir müssen aus der Region mit der höchsten Nummer, das eine ist die 5, das andere die 4, das ist die hier, denn der Tiebreaker wurde benutzt. Okay. Haben wir gemacht. Was kommt dann? Attacke, nicht in Nachera. Okay, Attacke kann er gar nicht tun, weil das alles befestigte Truppen sind. Dann verfällt das. So, und jetzt werden wieder die Belagerungen, die gerade anliegen, aufgelöst. Das heißt, hier geht eine Armee verloren von Gelb. Damit gehen aber auch meine beiden Punkte verloren. Und meine Gegner bekommen diese beiden Punkte. Und damit, wir können es nochmal durchzählen, lässt sich jederzeit prüfen. 1 Punkt, 2 Punkt, 4, 5, 7,
9, 10 Punkte für die Gegner. Ich habe nur 6, von denen 2 weitere gleich auch noch verloren gingen. An dieser Stelle habe ich das Spiel leider verloren. Ja, das ist Three Sanchos, die drei Sanchos. Der Krieg der drei Sanchos. 1065 bis 1067 hat er stattgefunden in Nordspanien. Und so ist er abgelaufen. Oder anders. Aber das könnt ihr in den Geschichtsbüchern nachschlagen, welcher von den drei Sanchos da gewonnen hat. Einer war Sancho der Erste, Sancho der Zweite und Sancho der Vierte. Die haben sich bekriegt, das waren Cousins. Und jeder wollte die Region des anderen haben. Okay. Was habt ihr in diesem Spiel jetzt noch nicht gesehen? Was eventuell passieren kann, ist bei einem Kampf die Situation, dass 2 gegnerische Würfel, keine Ahnung, spielt keine Rolle hier, so, dass eine solche Situation entsteht in einem Kampf und dann wird wieder von rechts angefangen und diese Würfel liegen mehr als einer übereinander und die werden einfach entfernt, ohne Wirkung. Und dann geht es weiter, dieser rote würde diesen gelben entfernen und damit würde eine gelbe Armee aus der Kampfzone entfernt werden. Das ist eine Entscheidungssituation, die durchaus vorkommen kann, insbesondere wenn man mit menschlichen Spielern spielt und die Reservekarten mit Neuwürfeln verwendet und nicht mit dem Verschieben, wie es die Bots tun. Das ist ein Unterschied. Der Solo-Modus läuft da durchaus einen Ticken anders als der Mehrspieler-Modus. Zu dritt habe ich es leider noch nicht spielen können, habe ich glaube ich schon gesagt. Das hoffe ich, dass ich das in den nächsten Tagen nochmal hinkriege. Eventuell am Samstag, da kommt wieder eine Spielerunde zusammen und vielleicht kriege ich dann eine Dreiergruppe für die, ja, was soll das Spiel normalerweise dauern? Ich glaube 40 bis 45 Minuten oder 30 bis 45 Minuten. Die hat es jetzt, glaube ich, auch gedauert, 45 Minuten, das passt. Ja, das Material, wie gesagt, alles noch prototypisch, insbesondere die Würfel für die Könige, mit von 0 bis 9 alles drauf, aber eben nur die Ungeraden. Ich hoffe, ich konnte euch einen ersten guten Eindruck vom Solo-Modus von Three Sanchos verschaffen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartacus.